Kommen, sehen und siegen war meine Devise. Als Organisator von Ratio, was trifft mich die Krise? Zum Oder KG-Ausfahrt Erfelbach Süd, wo ich lebe. Termin mit Herrn Dressel, dem Leiter vom Rechnungswesen. Kowald von Ratio Computer, Termin mit Herrn Dressel. Moment noch, Herr Kowald, ja, nehmen Sie bitte den Sessel. Kaffee gefällig, Herr Dressel ist noch eine Weile. In einer Besprechung, ich hoffe, Sie sind nicht in Eile. Kommen Sie und siegen, war meine Devise. Ich schau nur nach vorne, was trifft mich die Krise. In einem Büro gelbe Wände, Gardinen da saßen. Ein Mann und vier Frauen, die scherzten und Törtchen aßen. Versteckte Romane in Stößen von Zetteln und Heftern. Dazwischen die ewigen Rechensklaven von gestern. Die eine beschrieb rosa Zettel, die macht wohl die Löhne. Eine andere besprach mit Kollegen die Leistung der Söhne. Die jüngste im Raum war verträumte Blicke nach draußen. Zur Autobahn hin, wo Kolonnen gen Süden brausten. Kommen Sie und siegen, war meine Devise. Ich schau nur nach vorne, was trifft mich die Krise. Struktogramme waren fertiggestellt in 8 Tagen. Geklärt waren bald auch die letzten kleineren Fragen. In 3,5 Monaten war es dann auch programmiert. Computer getestet, geliefert und installiert. Ein halbes Jahr später, Herr Dressel am Telefon. Von wegen Termin am 12. um 9 Uhr schon. Ich sollte an diesem und jenem Programm noch was drehen. Gewiss doch, Herr Dressel, bis dann und auf Wiedersehen. Kommen Sie und siegen, war meine Devise. Ich schau nur nach vorne, was trifft mich die Krise. Am 12. dann pünktlich zur Stelle in der Moda-KG. Ich komme ins Büro eben jenes und was ich da sehe. Graue Kisten und Bildschirme, Wände sind frisch gestrichen. Klimaanlage, mich hat so eine Ahnung beschlichen. 2 Schreibtische standen verloren im leeren Raum. Die Kleine von damals, ich glaub, die erkannte mich kaum. Da war noch ein neuer, die übrigen waren vertrieben. Ich kam sah und stand da.